Ja, danke für die einleitenden Worte. Ich muss mich fast entschuldigen nach Hören dieser, ich würde sagen, das ist eine katastrophale Nachricht eigentlich, was der Herr Limburg eben gesagt hat, Sie mit vielleicht etwas langweiligeren Dingen aus der Forschung zu behelligen. Aber nun ist es mal so, ich hätte lieber was über CO2 erzählt jetzt in der Situation. Nun bestimmen Sonnenzyklen unser Klima? Das ist die Frage, die hier behandelt werden soll. Und das ist eigentlich eine Frage, die gar nicht so modern ist. Die ist schon mal gestellt worden im 17. Jahrhundert. Und zwar hat der deutsche Astronom Herschel entdeckt einen Zusammenhang zwischen Sonnenflecken und Weizenpreisen. Also damals wurde ja gerade das Fernrohr erfunden und hat das auch in der Royal Society London 1801 veröffentlicht. Und hier ist mal das Bild, natürlich jetzt aus einer Rekonstruktion der Sonnenflecken zusammen mit den kalten Situationen damals, Ende des 17. Jahrhunderts. Tatsächlich, die Sonnenflecken sind verschwunden. Nun ist das natürlich noch kein Beweis, das kann auch Zufall sein. Aber immerhin, 1801 erfolgte eine neue Veröffentlichung des Ehepaar Maunders. Daher hat diese Periode auch ihren Namen bekommen, das Maunder-Minimum. Das ist also ein Hinweis, ein erster Hinweis, dass die Sonne irgendetwas auch mit dem Klima zu tun haben könnte. Einen zweiten Hinweis kennen Sie schon. Herr Lüning hat dieses Bild schon mal gezeigt, 2014, weil es so schön ist. Gestern glaube ich auch, zeige ich es hier noch einmal. Das gibt so ein bisschen ja, plakativ den Zusammenhang zwischen der solaren Strahlungsintensität wieder und der Temperaturentwicklung. Beide Reihen werden Sie von mir gleich wiedersehen, in einer etwas anderen Form. Ja, man sieht, da gibt es offenbar einen Zusammenhang. Nun, man darf sich gar nicht so ganz täuschen lassen, das ist ja schön, sieht das aus, aber wenn Sie die Korrelation hier bilden, ist sie nicht so super, also weit unter 0,5, aber immerhin. Also die Sonne scheint etwas mit der Klimaentwicklung zu tun zu haben. Die Frage hier ist jetzt aber, ist dieser Zusammenhang auch zyklisch? Gibt es hier Zyklen vielleicht? Nun, wir interessieren uns ja für Klima, das heißt, wir interessieren uns für Zyklen über 30 Jahre. So ist ja Klima definiert. Also es geht hier nicht zum Beispiel um den 11-jährigen Sonnenzyklus, der bekannt ist, Rabezyklus. Es geht auch nicht um den Enzo, also den El Niño und ähnliche Zyklen, sondern es geht wirklich um Klimazyklen. Haben Klimazyklen etwas mit der Sonne zu tun? Das ist die erste Frage. Und dann weiß man etwas über die Ursachen von Klimazyklen. Nun, hier habe ich mal zusammengestellt, so die wichtigsten Zyklen, die man kennt und die man diskutiert in Zeit ihrer Periode. Also wir fangen mit 130 Millionen Jahren an, das ist schon Haufen Zeug. Dann geht es weiter, so ungefähr 100.000 Jahre, dann gibt es 2.300 Jahre Zyklus, der Hallstatt-Zyklus, der Eddy-Zyklus ungefähr 1.000 Jahre, der Vries-Süß-Zyklus 200 Jahre, 90 Jahre Gleisberg und schließlich die PDO, also die Atlantische Dekadale Oszillation, Pazifische Dekadale Oszillation von 65 Jahren. Das sind also die Zyklen, die diskutiert werden. Und nun schauen wir uns mal weiter an. Das sollte man ja vielleicht auch mal sagen, woher weiß man das denn überhaupt, nicht? Woher weiß man, kennt man Temperaturen aus dieser Vergangenheit? Und da habe ich mal ein paar Beispiele hier aufgeführt. Also Eisbockkerne, zum Beispiel in der Antarktis werden die bis 3 Kilometer dick, mehr als 3 Kilometer dick, so dick sind die, aus dem Gasbläschen. Da kann man natürlich dann analysieren. Hier geht es, wie wir bald sehen werden, um einen Eisbockkern aus der Antarktis. Da wird der Deuterium-Exzess wird da untersucht. Das ist die berühmte Vostok-Kurve.
Dann Stalagmiten natürlich, Baumringe. Baumringe sind dicker bei höheren Temperaturen und feuchtem Wetter. Und die Zeit hat man ja auch gleich mit. Man muss nicht bloß die Ringe zählen. Foramiferen und natürlich Kalzite, also versteinerte Relikte. Die Temperaturen entnimmt man aus den aus Isotopenverhältnissen, also Delta O18, also O18 zu O16, Deuterium, Kohlenstoff und so weiter. Das nur ganz kurz, damit Sie da eine Vorstellung haben. Das ist eine Veröffentlichung von Weitzer und Scharwiff. Und hier ist dargestellt der kosmische Strom, also die praktisch die Höhenstrahlung, die Intensität der Höhenstrahlung. Aber Sie sehen, der Zeitraum bis 500 Millionen Jahre zurück. Also das ist schon eine sehr, sehr lange Zeit. Und man hat hier also einen Zyklus der Höhenstrahlung gefunden. Das ist eine separate Veröffentlichung nochmal von Scharwiff, in der das Verfahren erklärt wird. Ist nicht ganz so einfach. Und hier unten drunter sind dann die zugehörigen Erdtemperaturen. Ob die zugehörig sind, weiß man ja noch nicht. Jetzt wollen wir mal gucken, ob das der Fall ist. Das ist hier in dem Fall Delta O18. Ja, und man sieht tatsächlich, hier ist eine Korrelation, also das Minimum der kosmischen Strahlung ist jedes Mal verbunden mit einem Maximum der Erdtemperaturen. Das ist ziemlich auffallend. Und hier hat man sogar eine Erklärung, Scharwiff und Weitzer haben gesagt, ja gut, das kann natürlich sein, weil die Erde, die ist ja nicht nun fest in der Galaxis, die durchquert verschiedene Zonen verschiedener Intensität kosmischer Strahlung. Das kann das gut erklären. Vielleicht noch ganz kurz hierzu, Sie sehen, dass wir hier eine Snowball-Erde haben, also die war praktisch völlig vereist. Und hier hatten wir Warmzeitalter. Also im Unterschied zu Eiszeiten und Warmzeiten bitte, das sind Eiszeitalter, nennt man das, und das sind Warmzeitalter, allein wegen der Riesendifferenzen hier. Also man hat hier 130 Millionen Jahre ungefähr Zykluszeit, nicht? Also später werden wir von Eiszeiten und Warmzeiten sprechen, die haben aber nur Abstände von 100.000 Jahren etwa. So. Also hier hat man schon mal was entdeckt. Hier zeige ich Ihnen jetzt die berühmteste Temperaturkurve, die es überhaupt gibt und die beunruhigendste zur gleichen Zeit. Das ist die berühmte Kurve von Petit und anderen, Nature 1999, eine Eisbohrkernkurve aus der Antarktis, die Vostok-Station, die russische. Ich habe hier nur die Temperaturen, rekonstruierte Temperaturen aufgezeichnet. Sie sehen, das ist nun ohne Zweifel ein Zyklus, brauchen wir gar nicht drüber zu reden, ganz offensichtlich. Vielleicht ein paar Worte zu dieser Kurve, weil die so interessant ist. Zunächst mal, warum ist sie beunruhigend? Ich glaube, das sieht jeder von Ihnen, dass man da ein bisschen Angst kriegt. Denn das sind nämlich wir hier, die letzten 10.000 Jahre, und Sie sehen, es muss wieder runtergehen. Also wenn dieser Zyklus sich fortsetzt, was sehr wahrscheinlich ist, dann wird es wieder sehr, sehr kalt. Wann das passiert, kann niemand sagen. Das kann 1.000 Jahre sein, es können vielleicht erst in 5.000 Jahren sein, aber dass das kommen wird, ist, ich würde mal sagen, sehr wahrscheinlich. Was weiter interessant ist, vielleicht noch diese Warmzeiten hier, waren wirklich sehr warm. Wir hatten hier subtropische Temperaturen und man hat am Umbau des Piccadilly Circus in London hat man hier Flusspferdreste gefunden, ausgebuddelt, die grasten also auch hier am Rhein in Deutschland. Hier war es fürchterlich kalt, das war das Ende der letzten Eiszeit. Da entstanden die berühmten Felsenbilder der Lascaux-Höhlen. Also ich persönlich hatte das Glück, die noch im Original sehen zu können, damals als Student. 3 oder 4 Jahre später wurde es zugemacht, weil sich Schimmelbildung setzte. Dann hat man jetzt, heute können Sie nur noch Rekonstruktion sehen. Das ist also auch interessant. Hier lebte der Neandertaler, nicht? Wir haben ja alle Neandertal-DNA ein bisschen in uns drin, so 2-3%, nicht?
Also hat mich nie gewundert, wenn ich durch die Heidelberger Hauptstraße gehe, bin ich überzeugt davon, das stimmt mit den 3%. Was weiter interessant ist, viele von Ihnen werden das wissen, es gibt hier eine Theorie dazu, die Milankovitch-Theorie, auf die will ich nicht, aus Zeitgründen nicht näher eingehen, die erklärt diese Zyklen mit Veränderungen, langfristigen Veränderungen der Erdbahnparameter, also Exzentrik, dann Achse der Erde, Kreisel, Taumeln des Kreisels. Aber man muss ganz klar sagen, das haut so alles ein bisschen hin, aber endgültig ist das noch nicht entschieden, denn das große Rätsel ist, warum hören die Eiszeiten so abrupt auf? Das sind ja fast Explosionen, wenn man das hier sieht, Wärmeexplosionen. Das kann Milankovitch immer noch nicht erklären. Man weiß es bis heute nicht, das ist Forschungsgegenstand. Warum sind die Eiszeiten genau zu dem Zeitpunkt und mit dieser Stärke haben die aufgehört? Das ist unglaublich. Das fing ja an, in wenigen hundert oder tausend Jahren wurde die ganze Erde wieder warm. Kein Mensch weiß das, woran das lag. Ja, weitere Zyklen. Einer der bekanntesten Autoren ist ja Bond. Er hat in Science 2001 veröffentlicht, er hat einen 1000-Jahres-Zyklus gefunden in den Nukleiden, hier C14 hier und hier ist es Beryllium. Stimmt nicht so schlecht, Korrelation 0,04, 0,56, da wird es schon interessant, so um 0,5 ist eigentlich gar nicht so schlecht. Ja, und das ist auch sehr interessant, das ist eigentlich kein Zyklus, der hier auftritt, sondern das sind mehr zyklenartige Erwärmungssprünge. Vor 50.000 Jahren bis 10.000 Jahren die berühmten Dansgaard-Oeschger-Events. Die Veröffentlichung ist von Rahmstorf, unserem Freund Rahmstorf von PEK. Also die Leute machen auch teilweise gute Arbeit, so ist es nicht. Und hier sieht man diese Sprünge. Es ist irrsinnig. Also man kann sich gar nicht vorstellen, bis zu 10 Grad Erwärmung innerhalb von 50 Jahren. Das ist unvorstellbar. Also heute sprechen wir von wenigen Zehntelgraden in Jahrhunderten, letzten 150 Jahre. 10 Grad. Die Periode hier ist ungefähr 1470 Jahre, Dansgaard-Oeschger. Also ganz kurz. So, jetzt haben wir die letzten 10.000 Jahre und Sie sehen hier das Ende der letzten Eiszeit. Und was hier eigentlich bemerkenswert ist, ist die kleine Variation von nur, also Nordhemisphäre, von nur 2 Grad. Nicht? Mehr ist ja gar nicht. Wenn Sie daran denken, die 400.000 Jahre Eiszeiten und Warmzeiten, das waren ja ganz gewaltige Variationen. Hier sind es nur 2 Grad, also wir haben Glück, die letzten 10.000 Jahre. Und um zu unserem Thema zu kommen, vielleicht ganz kurz, die beiden Holozän-Maxima waren größer als das, was wir heute haben. Hier fand, ja, das war die Wiege der Zivilisation, wenn Sie so wollen, das war die Zeit der Hochkulturen am Nil und Euphrat. Hier das römische Optimum, das mittelalterliche Optimum, hier sind wir, hier die kleine Eiszeit. Aber was sofort auffällt, hier, 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 3000, 2000, 1000, Null. Also hier sieht man schon, das sieht aus wie ein Zyklus. Hier setzt er sich nicht fort, aber hier vorne ist es sicherlich, zumindest auf den ersten Blick, offenbar ein Zyklus. Zyklische Erwärmungsphasen. Ja, jetzt kommen wir zu unserer eigentlichen Arbeit. Die habe ich zusammen mit Kollegen Weiß gemacht. Wir haben uns mal überlegt, kann man da nicht ein bisschen mehr machen? Es gibt ja schon eine Reihe von Veröffentlichungen, aber das Gemeinsame dieser Veröffentlichung, der Ergebnis eigentlich, das ist meistens lokal und die Ergebnisse sind recht unterschiedlich. Die Idee war, jetzt gucken wir doch mal, ob wir nicht eine Globalreihe aus diesen lokalen Reihen machen können. Und die Idee dahinter steckte, dann werden sich vielleicht die Fehler dieser einzelnen Reihen wegmitteln. Und man kriegt das Gemeinsame, das Globale dieser Ergebnisse. Und tatsächlich hier ist mal aufgeführt, wo diese ganzen Geschichten, die wir halt verwendet haben,
auf der Welt sind, hier Antarktis, die Petit-Reihe haben wir auch verwendet, nebenbei bemerkt. Also da sind Baumringe dabei, Eisvulkane, starke Mittensedimente und andere. Nur haben wir das nicht alles selber machen müssen, um Gottes Willen. Diese Reihen stellt die NOAA zur Verfügung, öffentlich. Muss ein bisschen suchen, aber man findet sie. Und es gibt hier schon kondensierte Reihen, das heißt, die selber wiederum Subreihen enthalten. Die Globalreihe, die wir herausgemacht haben, die haben wir mal G7 genannt. Hat nichts mit dem G7-Gipfel zu tun, weil es aus 7 Einzelreihen zusammengesetzt ist, diese Reihe. Hier zeige ich mal ganz kurz Christiansen Lundquist. Also ich nenne die nach den, wir haben sie nach den Autoren genannt. Die geht von 0 bis 73. Die enthält ungefähr 100 Subreihen aller Arten. Dann Bündgen, nur Baumringe von minus 500 bis 2003, mehrere tausend Baumringreihen und so weiter. McCormick 1 bis 2000, auch ungefähr 70 Subreihen, arktisch. Hier Südamerika, das sind nur Baumringe, Patagonien. Dann die Petit-Reihe, die haben wir ja vorhin gerade gesehen, von minus 420.000 bis 2000, Antarktis. Dann haben wir auch uns gesagt, ja, wir müssen ja auch das modernste mal nehmen. Ab ungefähr 1850, 1900 gibt es ja schon was von CAU, nämlich die Hardcrot-Reihe. Die haben wir noch genommen, die ist ganz bekannt, überall veröffentlicht im Internet. Dann haben wir die Satellitenreihe noch genommen von 1979 bis 2013, also bis zur Jetztzeit, von 0 bis Christi Geburt bis zur Jetztzeit, alles genommen. Das gibt unser G7, zeige ich gleich. Und dann natürlich die Sonnenreihe, also eine Kombination aus C14 und Beryllium 10 von Steinhilber und Bär. Die geht von minus 7000 bis 1988, die ist natürlich global. Hier ist die Zeitauflösung. Leider ist nicht überall ein Jahr möglich. Die Petit-Reihe geht von 17 bis 50 Jahren Zeitauflösung, Steinhilber 22 Jahre. Ja. So, was kann man daraus nun machen? Ich habe diese Reihen hier mal zusammengestellt. Links sehen Sie die Reihen selber. Also Temperaturanomalien sind das alles. So viel sieht man da eigentlich nicht, ein Riesengezappel. Das ist die Steinhilber-Reihe. Die geht natürlich von minus 8000 hier bis 0. Das sind andere Skalen. Aber viel interessanter sind die Fourier-Analysen. Also das vielleicht die eine oder andere von Ihnen wird das wissen. Man kann eine Zeitreihe transformieren in den Frequenzbereich. Die Information, da geht keine Information verloren, man kann wieder zurücktransformieren. Dann kommt wieder genau die Zeitreihe raus. Aber diese Transformation erlaubt einem zu sehen, was ist denn, welche Frequenzen sind denn in dieser Reihe denn überhaupt enthalten. Also schauen wir uns das mal hier am Beispiel von Christian Lundquist an. Das sind die Frequenzen, die Peaks sind die Frequenzen, 0,01. Wenn Sie das dividieren, 1 durch 0,91, haben Sie die Jahresperiode dieses Peaks. Also das ist hier ein Peak von ungefähr 189 Jahren. Und lassen Sie sich irritieren, diese roten und grünen Linien sind die Falschalarmlinien, kann man das vielleicht nennen. Also alles, was über der roten Linie liegt, ist zu 99% vertrauenswürdig statistisch. Also wenn man Zufallsreihen nehmen würde, ist nur eine von 100, würde auch einen Peak haben, der da oben drüber liegt irgendwo. Ne? Und grün ist 95%, das nur nebenbei. Ja, und Sie sehen, die Spektren sehen ja eigentlich nicht so fürchterlich ähnlich aus, aber sie haben Gemeinsamkeiten. Zumindest in jedem Spektrum ist der ungefähr 200 Jahrespeak sehr prominent. Überall. Und worauf ich Sie noch hinweisen möchte, was eben auch sehr, sehr wichtig ist, unsere Idee, dass bei dieser Zusammensetzung aus einer Einzelreihe aus einer Globalreihe wirklich etwas herauskommt, sieht man hier. Das ist unser G7. Und tatsächlich, hier bleibt gar nichts mehr übrig, sondern nur 3 markante Peaks. Also diese 3 markanten Peaks sind für das globalweite Geschehen offenbar maßgeblich.
Also sie haben sich wirklich die Fehler, so, wenn man so will, rausgemittelt. Und das sind 200 Jahre, 500 Jahre, 1000 Jahre. So. Steinheber, Sie dürfen sich vielleicht auch hier nicht unbedingt irritieren lassen. Sie sehen, hier sind die Spieks so breit und hier sind so viele. Ja, woran liegt das einfach? Das liegt an der Länge. Nicht? Die Reihen sind viel länger, die sind 7000 Jahre lang oder 9000 Jahre lang. Steinheber hier, die ist nur 350 Jahre lang. Ist ja klar, dass da nicht so viel drin sind. Über 200 Jahre sehen Sie da gar nichts an Frequenzen. Nicht? So, und hier ist unsere G7-Reihe, nämlich das Graue. Na, man sieht ja immerhin schon einmal einen 1000-Jahres-Zyklus. Also der ist selbst bei diesem Gewackel nicht zu übersehen. Blau haben wir mal das gleitende Mittel genommen. Also man nimmt, wir haben ja 30 Jahre, 31 Jahre ist ja Klima gerade. Und dann sieht man ein bisschen schöner, wie der Verlauf der Reihe ist. Und Sie sehen sehr schön, wir haben das römische Klimaoptimum hier. Genauso hoch wie unser heutiges. Also ganz so ernst darf man das nicht nehmen, sind ja ziemliche Unsicherheiten dabei, aber etwa, nicht? Das mittelalterliche Optimum scheint ein bisschen kleiner zu sein. Und Sie sehen hier die Little Ice Age, also die kleine Eiszeit, diese sehr kalte Zeit, die um Ende des 14. Jahrhunderts beginnt und Ende des 17. Jahrhunderts aufhört. Ja, und nun mal die Spektren im Detail. Jetzt nur noch das Spektrum von Steinhilber. Sie sehen hier natürlich sehr viel mehr Linien als hier unten, weil das entstand aus der Steinhilber-Reihe und wie gesagt, die ist 9000 Jahre lang. Das heißt, Sie haben also auch hier zum Beispiel den Hallstatt-Zyklus zu sehen, aber was sehr prominent ist, 1000, 500, 200. Das ist in der Steinhilber-Reihe. Und hier unser Spektrum G7, 200, 500, 1000, aber schwach. 1000 sind nicht so stark, sogar unter 95%. Ne? So, kann man nichts machen, aber es ist da. Also das sieht man sofort. Diese drei Zyklen sind auf jeden Fall mal prominent. Da unten, ja, da wird es ungenau. Den 65-Zyklus haben wir mitgenommen, weil das die Amo-PDO ist. Die ist von anderswoher bekannt. Also die haben wir nicht unbedingt, das ist unsere Analyse, die muss man schon mitnehmen. Ne? Also wir haben dann vier Zyklen. So, jetzt die Frage, was kann man damit anfangen? Ja, die Idee ist eigentlich ganz einfach. Wir haben das schon in einer früheren Veröffentlichung mal gemacht, für eine kürzere Reihe. Die Idee ist, die Rückwärtstransformation, Fourier, macht man, kann man ja nur mal mit den Zyklen machen, die die stärksten sind. Und das ist bei uns hier 1500, 200 und 60. Also mit denen haben wir es gemacht. Und mal sehen, was dabei rauskommt. Also hier unten sieht man das mal. Nicht? Das ist der 1000-Jahres-Zyklus, das ist der 500-Jahres-Zyklus und das ist der 200-Jahres-Zyklus. Und wenn man die jetzt richtig aufaddiert, gemäß Fourier-Transformation, eine Rückwärtstransformation. Da ist ja alles drin, da sind die Phasen drin, brauchen wir sich nicht darum zu kümmern, ist die Stärke drin, brauchen wir sich nicht darum zu kümmern. Also hier sind alle gleich stark, das sind natürlich nicht die, ich habe die nur mal, dass man das besser sieht. Nicht? Aber wenn man das macht, dann bekommt man die rote Kurve. Das ist die Rückwärtstransformation und das passt jetzt wirklich fantastisch gut mit unserer gemittelten, 30 Jahre gemittelten blauen Kurve zusammen. Also der Korrelationskoeffizient hier sind fast sensationelle 0,85. Das ist also wirklich viel. Und selbst zwischen Grau und Rot, also selbst zwischen der Fourier, Rückwärts-Fourier-Kurve und der Original-G7-Kurve sind es immer noch 0,65 Korrelation. Was noch interessant ist bei dieser Geschichte, man kann ja diese Zyklenkurve mal fortsetzen in die Zukunft. Das haben wir hier gemacht und Sie sehen, es geht in der Zukunft mit der Temperatur runter. Das haben wir ja schon gestern von Herrn Lüning aus anderen Ergebnissen gehört. Es gibt also eine Reihe von Arbeiten,
die teilweise von der Sonnenforschung herkommt, teilweise auch von solchen Untersuchungen, wie wir sie gemacht haben, Klima, Sonne. Man kann sogar hier jetzt Einzelheiten sagen, also durch die PTO muss es mal irgendwann wieder ein ganz klein bisschen raufgehen, dann geht es aber runter. Wie ernst das zu nehmen ist, weiß man natürlich nicht. Über die Zukunft was zu sagen, ist immer eine gefährliche Geschichte, ist klar. Jedenfalls aus unserem Modell kommt das so hervor. So, soweit, so gut, das wäre ja schon mal ein schönes Ergebnis gewesen, ist es hoffentlich auch. Aber wir sind jetzt noch einen Schritt weiter gegangen und haben uns überlegt, naja, so toll ist das ja alles nicht. Also man hat ja eigentlich nur als Beweis, will ich mal sagen, dass diese Klimazyklen etwas mit der kosmischen Strahlung, das heißt mit dem Sonnenmagnetfeld zu tun haben, hat man ja nur ja, im Steinhilmer-Spektrum hat die gleichen wie in G7. Mehr ist ja nicht da. Ist ein bisschen wenig. Also daher mal ein Zwischenfazit. Wir können die 2015 Jahre globale Mitteltemperatur sehr gut mit vier Zyklen wiedergeben. Das steht fest. Also diese vier Zyklen sind maßgeblich für den Gesamtverlauf. Steht auch fest. Mit Ausnahme des 65-Jahr-Zyklus ist die Sonne als Ursache wahrscheinlich. Also 65-Jahr-Zyklus hat die Sonne wahrscheinlich nichts zu sagen, weiß man nicht. Ja, nun gibt es jetzt einen Wermutstropfen. Die Zyklen im G7-Spektrum, es gibt ja nur drei herausragende hier, die wir gefunden haben, sind auch im Spektrum der Sonnenisotope, so wie ich die mal nennen, vorhanden, aber nicht umgekehrt. Im Steinhilber-Spektrum gibt es auch andere noch, die sind im G7 nicht zu finden. Das ist nicht sehr befriedigend. Warum sind sie da nicht? Wir wissen es nicht. Unbekannt. Daher liegt es doch nahe zu sagen, jetzt man möchte das vielleicht noch ein bisschen mehr absichern. Kann man da nicht irgendwas machen? Ja, man kann etwas machen. Wir haben nämlich die Sonnenreihe, die ist 9000 Jahre lang, und wir haben die Petit-Reihe aus der Vostok-Station, die ist noch länger, 420.000 Jahre. Und die kann man mehr miteinander vergleichen, aber jetzt nicht mehr die Fourier-Spektren, sondern die Wavelet-Spektren. Erkläre ich gleich mal, was das ist. Und hier ist der Vergleich. Also Wavelet ist ganz einfach erklärt. Das ist Fourier plus die Information, wo sind denn diese Zyklen. Also eine Fourier-Analyse sagt nur, über die Gesamtzeit der Zeitreihe stecken die und die Frequenzen drin. Nun würde man auch ganz gerne wissen, nicht die Gesamtreihe, vielleicht die ersten 1000 Jahre, was ist da, dann die zweiten. Und das macht die Wavelet-Analyse. Hier sehen Sie die Zeit. Petit ist das. Und hier sehen Sie die Periode jetzt. Grün ist stark, blau, je dunkler, umso schwächer, und weiß bedeutet gar nichts. Und jetzt sehen Sie zum Beispiel hier als Beispiel, also hier ist viel bei 256, dann ist wieder weniger, so minus 8000. Also mit anderen Worten, die Wavelets geben Ihnen eine zusätzliche Information, wo sich ein bestimmter Zyklus austobt und wo er schwach ist. Diese zusätzliche Information müssen Sie natürlich mit Ungenauigkeit erkaufen. Das ist also hier so eine Art Heisenbergsche Unschärferelation findet hier statt. Also je genauer sie hier sind, umso ungenauer sind sie hier und umgekehrt. Spielt aber keine Rolle, für unsere Zwecke reicht es. So. Nun sieht man natürlich hier nicht so viel draus, wenn man das mit dem vergleicht. Also wenn Sie so eine Lupe nehmen und sich Mühe geben, dann sehen Sie schon, das stimmt hier. Also wir interessieren uns für zum Beispiel jetzt für alle Zyklen 1000, 500, 250. So, und wenn wir das machen, finden wir für 1000 Jahre nichts Auffallendes, leider. Für 500 Jahre nichts Auffallendes, leider. Außer die bei der Fourier-Analyse eben diese Übereinstimmung. Aber die 200 Jahres, also hier, wenn Sie hier sozusagen die Intensitäten sich mal auftragen, da finden Sie was Interessantes. Das ist hier getan, also für 2,5 Jahre ist das hier. Schwarz ist Petit, also Vostok, rot ist Steinhilber, und Sie sehen, das ist wirklich eine verdammt gute Übereinstimmung. Hier ist es nicht ganz so super, aber Sie sehen, selbst hier sind diese Maxima auch
da, allerdings nicht so stark. Das heißt, das ist zumindest aus meiner unmaßgeblichen Sicht doch ein sehr, sehr guter Beweis, dass zumindest mal der 200-Jahr-Zyklus definitiv sonnengemacht ist. Der muss sonnengemacht sein. Das ist also unser Ergebnis. Leider können wir das für 1000 Jahre und für 500 Jahre nicht in der Form sagen, aber für 200 Jahre können wir es sagen. Also zusammengefasst, die globale Mitteltemperatur aus Mars für 4 Zyklen dominiert, wissen wir schon. Die jüngste Erwärmung entspricht der römischen Wärmeperiode und des Klimazyklen problemlos erklärbar. Wir brauchen also nicht die CO2-Hypothese der anthropogenen Erwärmung, um das Klima der letzten 2000 Jahre zu erklären. Auch ganz wichtig. Brauchen wir nicht. Ist nicht nötig. Die Wahrscheinlichkeit eines kosmogenen Ursprungs der 1000- und 500-Jahres-Zyklen ist hoch, klar. Des 200-Jahr-Zyklus sehr hoch. Also so ist die wissenschaftliche Aussage, man ist da ein bisschen vorsichtig. Aber hier kann man wirklich sagen, sehr hoch. Der 65-Jahre-Zyklus ist vermutlich autogen. Ja, jetzt hatte ich ja noch am Anfang die Frage gestellt, kann man über den Ursprung etwas sagen, über den Mechanismus? Also es gibt diese Svensmark-Hypothese, Sonnenmagnetfeld moduliert die kosmische Strahlung, diese beeinflusst die Wolkenkernbildung, wissen Sie alle. Jetzt gibt es Cloud-Experiment, gibt es wieder eine neue Veröffentlichung, die sagt, jo, wir sehen nichts, aber das sagt eigentlich auch nicht viel, wir haben vielleicht die falschen Energien genommen. Aber es gibt noch weitere theoretische Untersuchungen zu den Einflüssen der großen Planeten. Das ist der Herr Scafetta, der im nächsten Vortrag darüber was erzählen wird. Die Idee ist, dass die großen Planeten über Gezeiten wirken, die Oberfläche der Sonne beeinflusst, dass da vielleicht was passiert. Also wir wissen es nicht. So, das wäre also das, was wir gemacht haben, ist eingereicht. Mal sehen, ob es durchkommt. Wir haben da in letzter Zeit erhebliche Schwierigkeiten, Publikationen durchzubringen. Offenbar stehen wir auf einer schwarzen Liste. Anders kann ich das kaum erklären, aber irgendwie wird es schon klappen. Jetzt habe ich aber noch etwas anzufügen, eine letzte Folie, weil es ja immer wieder kolportiert wird. EIKE ist ja nun ein komischer Verein und mit Wissenschaft haben die überhaupt nichts zu tun. Ich habe hier mal aufgeführt, in welchen begutachteten Fachzeitschriften EIKE-Autoren schon publiziert haben. Sie werden sich wundern. In Climate of the Past, Europäische Geophysische Union, im International Journal of Modern Physics, im Alfred-Wegener-Institut Bremerhaven sogar, Polarforschung, Energy and Environment, Journal of Environmental Science and Engineering, Tropical Grasslands, OMICS International Conference Series, Pastoralism, Research, Policy and Practice. Da haben EIKE-Autoren bis jetzt alles begutachtet, nicht peer reviewed. Die EIKE-Autoren alphabetisch, Albrecht Glatzler, Paraguay, ich glaube, der ist nicht hier, leider. Diesmal nicht. Bitte? Diesmal nicht. Diesmal nicht. Friedrich Karl Ebert ist auch nicht da, leider. Rainer Link, Michael Limburg, meine Wenigkeit, Karl Otto Weiß. Natürlich die Co-Autoren, die habe ich jetzt nicht aufgeführt, das wäre zu lang. Wir haben ja die Arbeit nicht selber gemacht, sonst auch immer. Zum Beispiel Hempelmann war dabei vom Universität Hamburg und so weiter und so fort. Dagegen Wikipedia, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. EIKE e.V. ist kein Forschungsinstitut und publiziert nicht in wissenschaftlichen Fachzeitschriften. Ja, versuchen Sie das mal in Wikipedia zu ändern. Wir schaffen das nicht und mich interessiert es eigentlich auch nicht. Ja, das war's. Ich danke für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit.